im Dormezille-Milieu. Guten Abend, euer Ehren aus Ost und West. Guten Abend im Widerstandsnest. Eine Kellerassel begrüßt Sie hier mit gregorianischem Gequassel. Guten Abend, Girls und Boys. Hier begrüßt Sie der Tersites vom Lützowplatz. Das Ungeheuer von Loch Neuss. Lieben Freunde, lieben Feinde, ihr könnt euch freuen. Dies ist eine Weltpremiere. Neues Deutschland besteht aus Zweien. Zwei Komiker aus zwei Staaten wollen sie traurig und lachen machen. Hier der Beweis, Wolf Biermann, Liedermacher aus der DDR, zu Besuch bei Spaßmacher Neuss. Ich will gleich mal so fragen, könnte man nicht die Todesstrafe einführen, beziehungsweise ausführen für Leute, die sie vorschlagen? Ein Skandal ist anzukreiden. Einer im Rentenalter aus Magdeburg will nicht in den Westen, kann die Verwandten sowieso nicht leiden. Die Mauer bleibt stehen bis Himmelfahrt, die Queen aus England muss sie noch sehen. Ach ihr Armen, das Wetter war trübe. Biermann hat mich den ganzen Tag unterwandert, dem Herbert Wehner zuliebe. Hurra! Neuss, der kapitalistische Pauker, Biermann, der kommunistische Troubadour, der proletarische Poet. Und der bürgerliche Trommler, mal sehen, ob's geht. Fröhliche Ostern, fröhliche Western. Merkt's euch und hört Wolf Biermann zu Besuch bei Pauken Neuss. Keine Party ohne Biermann ist bei manchen die Parole. Und sie rufen bei mir an, komm, wir haben eine Bowle. Guter Biermann, bester Biermann, komm mit deinen beiden Geigen. Ach, ich kenn die Leier schon und ich sag ins Telefon. Naja, sie können das gern haben, sie können mich gern haben. Sie können mich, sie können mich, sie können mich, sie können mich, sie können mich mal gern haben. Ein gewisser Chef vom Fernsehen drückt mir neulich feucht die Hand. Guter Biermann, bester Biermann, wollen Sie nicht bei uns was singen? Sie können bringen, was Sie wollen, auch die schlimmen, auch die dollen Lieder, sagt er voller Gier. Was, im Fernsehen? Nein, bei mir. Sie können das gern haben, Sie können mich gern haben. Sie können mich, Sie können mich, Sie können mich, Sie können mich, Sie können mich. Sie können mich mal ganz besonders gern haben. Der Kantinenkellner Flip sagt mir neulich klar und klipp: Sauf dich voll und fress dich dick, halt dein Maul von Politik. Sing für Schnäpse, sing für Bier, zur Gitarre, zum Klavier. Besser noch, Mensch, sei nicht dumm, singe gar nicht. Oder summ. Mal gern haben. Als ich aus meiner Partei flog, weil sich gegen mich ereifern Stalinisten, die mir pissten an das Bein und wütend geifern, kamen Spießer, Spinner, Affen, alte Nazis angekrochen, wollen auf meinen roten Flammen sich ihr braunes Süppchen kochen. Also die ganz besonders in letzter Linie, die können mich gern haben, die können mich gern haben, die können mich, die können mich, die können mich.
ich mal heiß bin, wenn ich mal heiß bin, lang ich mir ne Wolke runter. Wenn ich mal heiß bin, wenn ich mal heiß bin, lang ich mir ne Wolke runter und fring sie über mir aus. Kalte Dusche. Wenn ich mal kalt bin, wenn ich mal kalt bin, lang ich mir die Sonne runter. Wenn ich mal kalt bin, wenn ich mal kalt bin, lang ich mir die Sonne runter und steck sie mir ins Jackett. Kleiner Ofen. Wenn ich bei ihr bin, wenn ich bei ihr bin, schwimmen Wolken mit uns runter. Wenn ich bei ihr bin, wenn ich bei ihr bin, schwimmen Wolken mit uns runter, rollt die Sonne gleich mit. Das ist Liebe. Wenn ich mal müd bin, wenn ich mal müd bin, lang ich mir den lieben Gott runter. Wenn ich mal müd bin, wenn ich mal müd bin, lang ich mir den lieben Gott runter und er singt mir was vor. Engel weinen. Wenn ich mal voll bin, wenn ich mal voll bin, geh ich kurz zum Teufel runter. Wenn ich mal voll bin, wenn ich mal voll bin, geh ich kurz zum Teufel runter und spende dir Stalin ein Bier, armer Alter. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, werd ich Grenzer und bewache. Wenn ich mal tot bin, wenn ich mal tot bin, werd ich Grenzer und bewache die Grenz zwischen Himmel und Hölle. Ausweis bitte. Hallo Sie und eventuell noch Sie und auch Sie vielleicht noch, geht es an. Was ich Ihnen hier noch laut erzählen kann. Sie, hallo Sie und eventuell noch Sie und auch Sie vielleicht noch werden verstehen, dass ich heulen könnte vor Wut. Denn ich habe einen Nazi gesehen. Ich sah ihn in der Wochenschau als hohes Tier, beamtet und begehrt. Ich sah ihn und ich dachte mir, die Karre läuft wie immer hier verkehrt. Man hätte damals, aber man hat nicht. Und heute ist es leider zu spät. Man verliert auch allmählich die Übersicht, zumal ja die Wochenschau nicht überall dreht. Dabei macht mir besonders der Gedanke Sorgen, dass es eines Tages zu spät sein könnte, vielleicht schon morgen die Freiheit zu schützen. Ich stehe noch nicht länger auf Posten, gegen sonst was für Genossen, wenn die Mörder von gestern mich schon vorher erschossen. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Männer, wenn ihr eifersüchtig eure schönen Frauen liebt, die euch doch zwei Hörner setzen, statt das eine aufzurichten, rat ich, lass die Eifersucht, löst des Ehrings harte Fessel. Lass die Schöne frei und dann, wenn Vertrag sie nicht mehr zwingt, will sie nur noch dich als Mann. Na, weil keiner tut kein Tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Witze riss das Volk schon immer, ohne Demut und Respekt. Witze sind wie selbstgebauter, starker, süßer Apfelwein, aber in des Zwanges sauren Apfel mag das Volk nicht beißen. O Gericht, vergelle nicht uns mit schweren Strafen unsere große Lust an Witze reißen. Na, weil keiner tut gern tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Die ihr oben sitzt mit meiner Billigung, ich rat euch jetzt,
Wenn zum Wohl des Sozialismus ihr nur schuftet, strebt und hetzt, plant und sitzt und redet viel, stellt mal unter strengste Strafe jedes Loblied auf den Staat, jede kühne Aufbautat, wetten, dass das Vorteil hat. Na, weil keiner tun kann, tun, was er tun darf. Was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Was verboten ist, das macht uns manchmal scharf. Onkel Paul schreibt vom Urlaub aus Varna, vom Schwarzen Meer. Als Westler ist man hier Kaiser. Die Urlauber aus Polen, Tschechen und so haben einen unverschämten Respekt vor der D-Mark, wie sie bei uns als Zahlungsmittel gäbe ist. Ich wohne in ein wunderfeines Marmorhotel und schaue morgens auf den Campingplatz am Strand, wo die aus der Zone selten. Ich brauche bloß mal ein 50-Pfennig-Stück aus dem Fenster zu werfen in den Sand. Hey, ist das eine Balgerei. Quasi hab ich drei Diener. Einer aus Chemnitz trägt mir das Handtuch zum Meer. Einer aus Parchim trocknet mir ab. Und gestern hat mir sogar ein Funktionär aus Frankfurt-Oder eine Strandburg geschippt. Die habe ich aber gleich wieder eingerissen. Denn das war so realistische Stuckatur. Der hat so gebaut wie, na, wie heißt denn der Nachfolger von Stalin? Frankfurter, richtig, wie in der Frankfurter Allee hat er da gebaut. Auf jeden Fall nie wieder in den Harz. Hier putzen sie Schuhe, schleppen das Essen und lachen dich an. Ich weiß, die wollen bloß unser Geld, aber trotzdem. Es ist beinahe so schön wie damals, 1940 in Paris, nur eben slawischer. Morgen will ich mir mal probehalber etwas kubanischen Zucker in den Hintern blasen lassen. Warum denn nicht, wenn man sich's leisten kann? Gestern hat sich Helga maniküren lassen, aber an die Füße. Von zwei Kunststudenten aus Leipzig. Sie sieht jetzt den Osten mit ganz anderen Augen. Entschuldigt bitte die Maschinenschrift, aber die Kulis aus der Zone holen mir gerade einen Pfund Kaviar aus Odessa. Das ist hier um die Ecke. Herrlich, herrlich. So stelle ich mir die Wiedervereinigung vor. Das Ganze dann an der Ostsee. Mit deutschem Grüß Gott, euer Onkel Paul. Von dem biederen Familienvater, welcher eines Tages seine Frau aufgegessen hat. Jeden Samstag geht der nette, fette Vater einen Eimer Kohlen holen aus dem Keller für das Bad, dass er saubere Kinder hat. In der weiß lackierten Eisenbadewanne mit den Flecken tut der Vater jeden Sonnabend seine Kinder stecken. Nach den Kindern seine Frau und er selber ist für Sau. Bergheit setzt sich auch mit rein, fein, fein rein. Jeden Samstag geht der nette, fette Vater einen Eimer Kohlen holen aus dem Keller für das Bad, dass er Sau wie Kinder hat. Und er spielt mit seiner Frau blaues, blaues Mittelmeer. Er war in den 40er Jahren ein paar Wochen da als Major von Adolf Hitler und jetzt spielt er Militär mit der Frau im Mittelmeer. Mittelmeer. Jeden Samstag geht der nette, fette Vater einen Eimer Kohlen holen aus dem Keller für das Bad, dass er Sau. Plötzlich kommt ein Hai daher. Plötzlich ist die Frau nicht mehr und das Badewasser rötet sich, wenn Vater tötet. Und am Sonntagmorgen wachen seine Kinder auf und machen leis die Tür zum Bade auf. Da liegt ein satter Hai, Mutter ist nicht mehr dabei. Jeder Samstag geht der nette, fette Vater einen Eimer Kohlen holen aus dem Keller für das Bad, dass er saubere Kinder hat.
innere Führungskettenreaktion. Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillig auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nicht sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst. Morgen früh um 9 ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillig in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird es erklären, weil das Schauspiel selten ist. Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst, morgen früh 9 Uhr im Drillig, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird es erklären, warum es regnet. Sehr selten sowas. Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 wird der Oberst im Drillig die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9 Verfinsterung des Obersten im Drillig wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler dabei sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillig verfinstern. Das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ja einen machen. Schauspieler sollen Zelter bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? In Uniform. Soldat, Soldat, ihr seid zu viel. Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht. Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Soldat, Soldat, wo geht das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Soldat, Soldat, im nächsten Krieg. Soldat, Soldat, gibt es keinen Sieg. Soldat, Soldat, die Welt ist jung. Soldat, Soldat, so jung wie du. Die Welt hat einen tiefen Sprung. Soldat, am Rand stehst du. Soldat, Soldat, in grauer Raum, Soldat, Soldat, in Uniform. Soldat, Soldat, ihr seid zu viel. Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht. Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leich. Wir kommen zur frischen Luftnummer. Hier ist Berlin, 11.45 Uhr. Sie hören die Stimme der Klinik. Bitte, Herr Sauerluft. Guten Tag, liebe Hörer. Kaum aus dem Bett gehuscht, bums, wieder mal in den Äther gepusht. Ich bin ja nicht höhnisch, aber ich arbeite trotz Neues immer noch bei Herrn Puntila und seinem Böhnisch. Man hat mitunter seine liebe Not. Man fragt sich, hätte man dies und das gedurft? Lassen Sie mich, Schalksknecht, der ich bin, meine Notdurft kurz vor Ihrem Mittagsmahl verrichten. Liebe Hörer, ich bin richtig dankbar, dass es die sprudelnde Fritzchenviertelstunde im Rias noch gibt. Es gibt in Berlin wahrlich Schlimmeres. Sonntag früh im SFB riecht's immer penetrant nach olle Frau unterm Arm. Wenn der Karsch seinen zusammenkneift und der Ritter vom Abend seine Herrenjournal so ader knattert. Wo soll denn unser eins in Berlin schreiben? Die reaktionäre Tante Tagesspiegel macht nach dem Lesen weiße Finger, so rieselt der Kalk
Oder nehmen Sie beispielsweise die Unterwelt der Literatur. Da können Sie auch Professor Emmerich Salz gegen die Saatbrennen schlucken. Da rülpsen, knutzen, Retzlop, Dovi, Fatzke im Geiste mit. Meine Hörer, Sie alle lassen sich vom Senat die Stuckatur erneuern. Man sollte es in Berlin vielleicht doch nicht mit Ehebrand darlehen. Man sollte es vielleicht doch mal mit Umzugskrediten nach Westdeutschland versuchen. Dieser Gedanke ist natürlich in sich völlig unberlinisch. Er geht an die Wurzel des Übels. Man stelle sich vor, die deutsche Oper ohne Subvention. Plötzlich ein Fischer-Discount-Laden in der Bismarckstraße. Oh, da bliebe Martha aber der Mödel im Halse stecken. Berlin sein heißt Rapunzel sein, gegossen werden, nicht blühen, blähen. Aus Pforzheim wird Proporzheim. Meine Hörer, wann wird denn nun folgerichtig Leni Riefenstahl aus dem Krematorium Wilmersdorf die Filmakademie zimmern? Wann wird die Firma Eduard Winter die Verfolgung oder Mordung des VW 1500 inszenieren? Dargestellt durch die Schauspieltruppe der Zeitschrift D-Mark unter Anleitung des Marki Schweizer, da drängt sich doch geradezu der Vergleich auf. Nordhoff sitzt in der Badewanne, Käferkarosse. Hitzinger von Mercedes peitscht dem armen Mann nur ununterbrochen die DKW-Krücken durch den Hinterachsantrieb. Eine schön verquatschte Differentialsexualität dampft über die Rampe. Die Irren werden von VW-Aktionären persönlich dargestellt. Meine Hörer, heute würde Gerhard Hauptmann nicht mehr die Weber schreiben, sondern die Feber-Aktionäre. Liebe Hörer, UNESCO aber hat nicht recht, wenn er behauptet, Fußgänger der Luft. Nein, auch ich fahre Auto, allerdings nur in den Randbezirken. In der Innenstadt sind mir die Rentner zu teuer. Wie nun aber kommen unsereins die Talente vor die Stoßstange? Was gibt's anzubuffen? Im Schiller-Theater gibt's beinahe permanent das Testament des Dr. Tiburtius. Man trägt hier wieder den offenen Mabuse, die Freier von Eichendorff als romantischer Revanchismus. Da ahnt man zumindest, warum der Lauterplatz in Friedenau in Breslauer Platz umgetauft wurde. Wer war eigentlich dieser Dr. Breslauer? Meine Hörer, in einer Stadt, wo Eintrittskarten für die lustige Witwe geklaut wurden, da muss Karl-Heinz Stracke Triumphe feiern. Da stellt man sich am besten blind, liest den Schmarrenreport und freut sich auf das neue Stück von Grass. Frau Wirtin hat auch ein Coriolan. Das sah man Brechtens Witwe leider gar nicht an. Im dritten Programm hören wir heute Gehirnstriptease für Exilsüchtige, Mauergrips im Plastikbeutel, Erziehung zum Klickendenken. Von Bach die Kantaten, von Mannesmann die Raketen, von Ernst Wiechert Gemüt. Das einfache Leben, Gesundheit kommt immer an. Gut verpackt von Bertelsmann. Schauen Sie mal. Geist, richtig schöner Geist. Findet in Deutschland in Radio und Fernsehen im Eigenprogramm beziehungsweise zur Gespensterstunde statt. Der kleine Mann muss schlafen. Die deutsche Gehirnpygmäenzucht fürchtet nichts mehr als Zusammenhänge begreifen, denn dies bringt wirtschaftliche Nachteile mit sich. Das ideale Emnet und Allensbach-Mannequin ist der mit mindestens 37 Teilzahlungsverträgen belastete deutsche kleine Mann. In ihren schlimmsten Träumen fürchtet Mutter Allensbach persönlich eines Tages den Aufstand der Durchschnittsbefragten. Was, gnädige Frau, sind Sie denn nur lieber, Nölle oder Neumann? Was macht man dann? Dann ist man nur noch die Frau seines Mannes. Trösten wir uns damit. Der kleine Mann hat doch überhaupt keinerlei Beziehung zu dem, was Ortega unter Rebellion versteht. Kerzen im Fenster genügen. Augenblick mal! Der Gardinenumsatz der letzten zwei Jahre beweist es. Die Gesellschaft zur Weiterverwendung von Panorama-Redakteuren spricht allerdings von einer Verstopfung des illustrierten Marktes. Der kleine Mann lacht sehr gerne über Milovic. Gerstenmaier lacht sehr, sehr gerne über Sebastian Hafner. Unser Problem im dritten Programm lautet: Wie schaffen wir den umgekehrten Fall? Trösten wir uns damit. Der kleine Mann ist ja letzten Endes doch eine Fiktion, ein Homunculus, ein Leporello, um ein Beispiel aus der Bibel zu nehmen. Barhäuptig bis zur Selbstaufgabe. Möbelhübner hat auf der Kölner Hausratsmesse das neue Fernsehklosett auf den Markt geworfen. Eine volle Bierblase zwingt nun nicht mehr zum Verlassen des Raumes und zum Verpassen von Megalines hätten sie auch mal gemusst.
Wir glauben an die Unantastbarkeit des augenblicklichen deutschen Bildungsstandes in der Weltrangliste an 39. Stelle, mit Uganda auf gleicher Höhe. Womit ich nichts gegen Uganda gesagt haben will, denn Uganda ist erst seit 2 Jahren souverän. Als Schüler haben wir in der Schule immer Schiller aufgesagt. Schiller, 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 Schiller. Denn erzählte ewig zu den deutschen Geniussen, Ussen in der Klasse. Stand die gleiche, gibt's eine Büste. Einmal vorne und dann hinten. Und das hat uns Schüler sehr verdrussen, drussen, drussen. Heute ist schlimmer. Man fragt noch immer, wo unser heißgeliebter, hochverehrter heute steht. Steht er rechts von uns, steht er links von uns? Man wird ja ganz me Vulve, me Schugge, beziehungsweise verdreht. Ich find mich nicht mehr durch. Wer hat hier noch eine Richtung? Ist die Gruppe 47 noch ganz dicht? Ist du Fuß denn schon Dichtung? Ist unser Volk der Reimerchen? Seit Gottfried Benn im Eimerchen. Ich find mich nicht mehr. Also die haben sich doch mal verglichen, nicht? Natürlich. Einer hat zu dir gesagt, Reichsschrifttumskammer, haben die sich so angekickt, haben sich verglichen? Hat der eine gesagt, hat mir ferngelegen. Hat der andere gesagt, ist mir nahegegangen. Hans Magnus Enzensberger, Uwe Jonsson, Mutmaßung über Duffus. Schlachteralmanach, das ist meins. Ich weiß nicht, Sie werden ja nur im Laufe des Abends heute schon bei der Behandlung von Fremdworten in meinem leicht epileptischen Unterkiefer bemerkt haben, dass ich da Schwierigkeiten zu überbrücken suche. Also Volksschüler, gelernter Metzger, ausgesprochenes Objekt für den zweiten Bildungsweg. Soll ein deutscher Metzger, ein Schlachter, ein Fleischer, soll der sowas wie Enzensberger und Jonsson überhaupt lesen? Ich befinde mich in einer siamesischen Duplizität von Schizophrenie. Sie gestatten, dass ich das Resümee der Sache mal vorwegnehme und mich den verantwortlich führenden Männern unseres Staates voll anschließe. Ich lasse die beiden Dichter mal fallen. Stehe aber drauf hier, ja? Ich habe mir doch hier irgendwo ein schädliches Schlafmittel hergelegt. Hat hier jemand die Frankfurter Allgemeine weggenommen? Nun fragen Sie, wie kommt das Blatt der deutschen EWG-Elite in die Hand eines satirischen Schlachters? Gemach. Sehen Sie mal, ich habe da nach dem Kriege so eine Art Entwicklung durchgemacht. 1945, 1946, 1947, da war da noch so Hausschlachtung am Wurk, ja? Weg, dass er von Ort zu Ort zog, die Leute an mein Wellfleisch knabberten, ich war ja schon immer vorher satt, ne? Habe ich so ein bisschen an ihre Bücherborde rumgeschnüffelt, kam ja nach dem Kriege alles wieder raus, Kurt Tucholsky, Bert Brecht, Gruppe 70, 71, können auch jünger gewesen sein. Also bitte nageln Sie mich nicht auf Daten, da bin ich nicht firm. Auf jeden Fall wirkte sich der Genuss von Bruchstücke aus so einem Bücher auf meinen gewalttätigen Beruf verfeinernd aus. Also bekam so langsam Hummeln unter die Haube hier. Dann hörte die Hausschlachtung auf. Später, wenn ich auf dem Schlachthof so einen Ochsen vor den Kopf knallte, habe ich schon mal Tucholsky dabei rezitiert. General! General! Wag es nur nicht noch einmal. Kollegen haben sie totgelacht, ja. Beim Hammelstechen hatte ich schon beinahe so was wie Ethik im Messer, ne? Einfluss von Brecht? Jungfrau vom Schlachthof oder die Johanna, da habe ich alles schon mal Engagement in der Klinge, nicht? Also, ich hatte eine Unmenge Partisanen im Gebälk, die arbeiteten teilweise noch gegeneinander hier oben, nicht? Kam Dinger vor, einmal die Woche ging ich garantiert nach Hause und sagte, heute machst du dir kein Armbrot, heute machst du dir Gedanken. So eine Dinger kam auch mal vor. Ne? Dann kam bei mir noch sowas wie Arroganz hinzu, weil man sich das nur alles selber erarbeitet hatte, nicht? Also ohne besondere Aufforderung dachte ich, was soll ich mit dieser Art von Denken da auf dem Schlachthof? Ging in eine Fleischwaren-Angro-Firma, weiterverarbeitende Industrie. Also wir haben mit dem direkt fließenden Blut nichts mehr zu tun. Zu uns kommt's gerührt hin, nicht wahr? Ich arbeitete nun dort in der Abteilung Einzelverpackung für Eisbeine, Sondergrößen, Völkerballdurchschnitt, so eine Dinger. Jetzt dort mein neuer Chef, ein kluger Kopf steckt immer dahinter. Der sagt zu mir, wie ich da anfange, sagt er, passen Sie mal auf, sagt er, Cellophan ist uns zu teuer.
Und so nehmen wir auf seine Anweisung für die Verpackung der Beine die allgemeine. Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber Sie haben zumindest ein lückenloses Bild, wie ich mit dem Blatt rein beruflich in Berührung komme. Ich meine, es soll kein Alibi sein, stehe am Tisch und wickle und schiebe weiter. Neulich nun wickel ich gerade mal wieder so ein schönes Stückchen gepökelte Sau zwischen die Artikelchen. Und was lese ich da? In Wiesbaden lese ich, ist verboten, eine Straße nach Kurt Tucholsky zu nennen. Wohl wegen der Autofahrer könnten alle Linksabbieger werden oder sowas, ja. Und da hat man... Und da hat man ganz schnell eine Straße Heinestraße genannt, aber schon hat die dortige SPD-Fraktion gesagt, Heinestraße, ist es nicht schädlich, eine so junge Sportlerin so früh zu ehren? Lese ich beim Wickeln und dann lese ich, dass bei uns sogar einer im Bundestag rief, Bert Brecht ist für Deutschland nicht repräsentativ. Und da zuckte es mir doch durch den, wo ich früher drauf saß. Ausgerechnet die Bede, dachte ich. Abgesehen davon, dass sie mich nur nach dem Krieg mal auf den Weg gebracht hatten, aber Tucholskysens und Brechtens Bücher, die waren ja nur im Dritten Reich auch verbrannt durch diese... Reichsschrifttumskammer, ahnen Sie nun schon einen kleinen Kausalzusammenhang zwischen meiner Schädeldecke und meiner Schuhsohle? Ich stehe ja hier immer noch drauf, ne? Ich will Ihnen sagen, als ich geboren wurde, kurz vorm Dritten Reich, alle Glieder waren heil, Kontergan gab's noch nicht, mir fehlte trotzdem was. Eine anständige Füllung hier oben, wo andere sowas hatten, hatte ich ein Loch. Also Loch würden Abonnenten dieser Zeitung niemals sagen, die würden sagen, der Mann... hatte eine partielle Negation einer realen Totalität in der Ome. Ich will es mal so ausdrücken, ja? Ich war eine Kirsche ohne Kern. Vom Gesunden wollen wir gar nicht sprechen. Hatte nur Urlaute in der Kehle. Heil! Heil! Aber das Entscheidende, Kopf und dadurch Herz, nix. Ich war so eine richtige Krämer-Wadoni-Seele, nicht? Ja. Aber eine Süße natürlich, so spät wie der wunderte ich mich nicht, nicht? Aber als ich das gelesen hatte, dachte ich, nee, hat keinen Sinn für mich. Raus aus der Einzelverpackung, kündigte wieder, ging freiwillig zurück auf den Schlachthof in die Bolzentöte, hatte kalte Füße. Mensch, was soll man sich da zerquälen? Das geht ja nur immer weiter hier oben, nicht? Das wird ein Politikum. Ich will Ihnen mal ohne Häme was sagen. Für unser Eins. Es ist doch das Beste, den Dicken zu wählen. Ich bin Volksschüler. Der Dicke hat Abitur, ist 7-mal verwundet, nimmt keine Rente, kann also rechnen. Moment mal! Der Mann ist Picknicker, hat ein Doppelkinn. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass halslose Menschen eine ungeheuer schnelle und gesunde Verdauung, was ja angesichts des verstopften europäischen Marktes gar nicht mal ohne Wichtigkeit ist. Und drittens garantiert der Dicke mir in meinem Beruf einen stabilen Schweinefleischpreis. Wenn ich hier oben weitergemacht hätte, ja, dicht unterm Haaransatz, hätte ich natürlich eines Tages auch mal selbst mir so Verdienste um diesen Staat hier erwerben können. Hätte man ja schon um den Folienstaat Verdienste erwerben können. Hätte ja schon am 20. Juli 1944 mit bei die Widerstandskämpfer sein können, wenn ich diese Bücher von dem Brecht und Tucholsky eher hätte zu lesen bekommen. Ich dachte ja, man könnte heute noch auf die Materielle was rausholen. Ich wollte klagen auf Verdienstausfall. Du Fuß, Reichsschrifttumskammerjäger, plötzlich vergleichen die sich mit dem. Ich gucke mal im Metzgerbrockhaus unter dem Buchstaben D nach. Dafke, nö. Diffi, Dufus. Ein freundlicher Mann, ein besonderes Licht, liebt Verbrennungen, rauchen darf's nicht. Die hirnlose Wachstumsrate und die neugeborenen Doofen finden immer einen besorgten Kontergan-Noven. Advokatische Biedermannshetze, erstes Stadium, intellellen Verpetze, Manipulation unter der Decke, macht Gärtner zu Böcke, geht's mal gegen den Strich, vergleicht er sich. Was sagst du denn dazu? Ich penne. Es gibt Trichinen, die ich nicht kenne. Ich will Ihnen was sagen. Ich bin immer ein einfacher,
zum unkomplizierten neigender Mensch gewesen, genau wie Sie. Wissen Sie, wie so ein Vergleich hinkt? Man soll als Schlachter, als Metzger, als deutscher Fleischer, soll man sowas erstmal überhaupt gar nicht lesen. Man soll sich auf seine Fäuste verlassen und niemals dem Geiste trauen. Jawohl, ich bin bereit, wieder in größerem Umfang vor die Köpfe zu hauen. Gib Zeichen, wir weichen. Oder möchten Sie etwa vergleichen? Nee, nicht? Ich will mir auch wieder meine eigenen Halbwahrheiten drechseln. Hat mir ferngelegen, Herrn Duffus mit Herrn Goebbels zu verwechseln. Ist kein Resignieren, kein Selbstmitleid, kein Tränen die Beine runterlaufen, kein Flennen. Als Volksschüler bin ich viel zu viel Mensch, um Humanist sein zu können. Die Ballade vom Drainageleger Freddy Rossmeisel aus Buko. Das ist die Ballade von Freddy Rossmeisel, Drainageleger auf den Äckern um Buko. Gummistiefel hoch bis zum Bauch, sein Häuschen links am Fischerkiez. Bei Lene Kuczynski war Tanz, er hat auseinander getanzt. Das war, ach, das kennen Sie ja gar nicht. Bei uns war es eine Zeit lang verboten, auseinander zu tanzen. Die Logik dieser Maßnahmen ist mir sowieso nie klar geworden, aber... Bei Lene Kuczynski war Tanz, er hat auseinander getanzt mit seiner Verlobten, das war verboten. Na schön. Junge, ich hab Leute schon tanzen sehen. Junge, das war manchmal schon nicht mehr schön. Aber schadet uns das? Nein. Und als er so wild auseinander tanzt, die Musik war heiß, das Bier war warm, da hatten ihn plötzlich zwei Kerl am Arm und schmissen ihn auf die Taubengasse. Und schmissen ihn über den Lattenzaun und haben ihn in die Fresse gehauen. Und er hatte noch nichts getan und hatte den hellblauen Anzug an. Junge, ich hab Leute schon schlagen sehen. Junge, das war manchmal schon nicht mehr schön. Aber nützt uns das? Nein. Da hat Freddy Rossmeisel beide verrannt, zwei Dings war rechts, er traf genau. Und waren zwei große Kerle, die zwei halb Buko seien zu dabei. Das Überfallauto kam an, telefoniert, hat Freddy halbtot gehauen. Das haben die Bukower Männer gesehen und auch die Bukower Frauen. Junge, ich hab Leute schon zusehen sehen. Junge, das war manchmal schon nicht mehr schön, aber nützt uns das? Nein. Dann kriegt er einen Prozess am Hals als Konterrevolutionär. Wo nahm der Staatsanwalt nur das Recht? Für 12 Wochen Knast her. Seitdem frisst ihn ein stiller Zorn und nach dem 10. Bier erzählt er seine große Geschichte von hinten und auch von vorn. Junge, ich hab Leute schon weinen sehen. Junge, das war manchmal schon nicht mehr schön, aber nützt uns das? Nein. Und er findet noch kein Ende und er ist voll Bitterkeit und er glaubt nicht einen Faden mehr an Gerechtigkeit. Er ist für den Sozialismus und für den neuen Staat, aber den Staat in Buko, den hat er gründlich satt. Junge, ich hab Leute schon fluchen sehen. Junge, das war manchmal schon nicht mehr schön, aber nützt uns das? Nein! Da gingen einige Jahre ins Land, da gingen einige Reden ins Land, da änderte sich allerhand, was mancher sich nicht wiederfand. Und als der 20. Sputnik flog, da wurde heiß auseinander getanzt. Der Staatsanwalt war selbst so frei und Freddy sah ihn zu dabei. Junge, ich hab Leute sich ändern sehen. Junge, das war manchmal schon einfach schön. Aber nützt uns das? Ja, ja, es nützt. Wirklich.
gerade von der Bukower Süßkirschenzeit. Die kleine Kammer unterm Dach hat Bett und Stuhl und Tisch. Die Dielen rot und blau die Wand, das Laken weiß und frisch. Das war in Bukow zur Süßkirschenzeit, die Bäume stehen an der Chaussee. Das war in Bukow zur Süßkirschenzeit, die Bäume gehören der LPG. Die hat an jeden ein Zettel gemacht, das Volkseigentum wird streng bewacht. In der Nacht und besonders in der Nacht. Die Wirtin alt und schrumpelig, der Gast ist jung und schön. Und wenn er aus dem Fenster lehnt, kann er die Gasse sehen. Die Gasse in Bukow zur Süßkirschenzeit, die Bäume stehen an der Chaussee. Das war in Bukow zur Süßkirschenzeit, die Bäume gehören der LPG. Die hat an jeden ein Zettel gemacht, das Volkseigentum wird streng bewacht. In der Nacht und besonders in der Nacht. Die Gasse ist so sommerstill, ein alter Mann holt Bier. Die Mädchen von der LPG pflücken bis drei Viertel vier. Die süßen Kirschen zur Süßkirschenzeit. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das war in Bukow zur Süßkirschenzeit. Die Bäume gehören der LPG. Die hat an jedem ein Zettel gemacht. Das Volkseigentum wird streng bewacht. In der Nacht. Und besonders in der Nacht. Als ich so früh nach Hause kam, schrie mich ein Bauer an. Wir treten unsere Hühner selbst und bot mir Dresche an. Das war in Bukow zur Süßkirschenzeit, die Bäume stehen an der Chaussee. Das war in Bukow zur Süßkirschenzeit, die Mädchen gehören der LPG. Die hat an jeden ein Zettel gemacht, das Volkseigentum wird streng bewacht. In der Nacht und besonders in der Nacht. Ballade vom Bukower Kleinstadtsonntag. Gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los. Herr, ober ein Bier. Leer ist es hier. Der Sommer ist kalt. Man wird auch alt. Bei Rose gab's Kalb. Jetzt ist es schon halb. Jetzt gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Ist er schon drin? Er ist schon drin. Gehen wir mal rein. Na, dann gehen wir mal rein. Siehst du heut fern? Ja, ich sehe heut fern. Spielen sie was? Ja, sie spielen was. Hast du noch Geld? Ja, ich habe noch Geld. Trinken wir ein? Ja, einen kleinen. Gehen wir mal hin. Na, dann gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Na, dann gehen wir mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los. Dies Liedchen ist das wenige Gesamtdeutsche, was Biermann bei sich und bei Neuss entdeckt hat. Hört, Biermann, den Kommunisten. Seht,
wie das Gesicht eures Feindes euch entsetzt, weil ihr erkennen müsst, wie sehr es eurem eigenen ähnelt. Spürt, wie die DDR langsam, aber sicher unter das Glücksrad der Bundesrepublik gerät. Schon Clausewitz sagte, der Puff ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wir alle, lügen wir nicht, wir alle hoffen darauf, im Kopf irgendeines deutschen Staatsmannes einen Strohhalm zu finden, an den wir uns klammern können. Biermann und Neuss wünschen Ihnen alles Schlechte, damit Sie aufwachen und das Gesetz Ihres eigenen Notstandes verabschieden. Wie denkt der Duo-Deutsche 20 Jahre nach dem letzten Krieg? Es genügt nicht nur, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Das ist der Fluch Doppeldeutschlands Anti-Denkschablonen. Trotzdem war Biermann Ost bei Neuss West zu Besuch. Jetzt gehen wir mal hin. Ja, wir gehen mal hin. Schon drin. Hey, schon drin. Gehen wir mal rein. Na, dann gehen wir mal rein. Hast du noch Geld? Ja, ich habe noch Geld. Spielen Sie was? Ja, Sie spielen was. Siehst du heute fern? Ja, ich sehe heute fern. Trinken Wein? Ja, einen kleinen. Gehen wir mal hin. Na, dann gehen wir mal hin. Gehen wir mal hin. Na, dann gehen wir mal hin. Ist hier was los? Nein, es ist nichts los. Oma, ein Bier. Nee, es ist hier. Der Sommer ist kalt. Man wird auch schon alt. Bei Rose gab's kalt. Jetzt ist es schon halb. Jetzt gehen wir mal hin. Na, dann gehen wir mal hin. Ist er denn schon drin? Da ist er schon drin. Siehst du heute fern? Ja, ich sehe heute fern.